Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So wie jede Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch so viel zu erzählen und so viel zu zeigen. Es kamen heute einige Sachen an, wobei ein Paket ist verschollen. Wir wissen nicht, wo das Paket ist. Und zwar, ja, mein iPhone X kam endlich an. Das werde ich euch auch noch zeigen. Es kam früher als erwartet. Eigentlich sollte es erst am 30. kommen. Und es kam schon am, ich glaube, Dienstag, Mittwoch ungefähr. Ja, und dazu werde ich auch gleich noch mal ein paar Worte verlieren. Ja, die Sache ist, ich habe bei Amazon halt ein Case bestellt und so ein Panzerglas für vorne aufs Display, ne? Und der Postbote klingelt heute und er meinte, er hat nur Pakete für unsere Nachbarn. Und wir nehmen nichts für unsere Nachbarn an, ne? Jetzt steht dort Paket zugestellt an Arthur. Ich dachte mir natürlich auch so, nein, wir haben kein Paket. Es ist nichts im Briefkasten. Es ist einfach weg. Keine Ahnung, wer es angenommen hat. Ich hoffe natürlich, es wird noch auftauchen. Es regt mich jetzt so auf, ne? Es war eigentlich alles so gut geplant. Heute wäre es gekommen. Ich hätte es dann aufs Handy machen können, weil ich treffe mich später mit einer Freundin. Bin mega der Tollpatsch und hoffe einfach, dass es mir nicht runterfällt. Ja, dafür ist es schon zu spät. Ja, vorhin ist es mir runtergefallen. Es ist ohne Witz. Ich habe nichts gemacht. Es ist mir von der Couch gerutscht. Ja, von alleine fällt es runter. Ich saß hier, ne? Hier. Und auf einmal höre ich nur Bumm, dachte, hä, Fernbedienung runtergefallen. Auf einmal liegt das Handy auf dem Boden. Ja, ja. Ich hab nichts gemacht. Tinkerbell, sag's ihm. Nicht mal eine Woche altes Handy und schon fliegt's auf dem Boden rum. Bete lieber, dass es mir nicht wirklich runterfällt und kaputt geht. Ja, das ist jetzt echt richtig mies. Auf der Suche nach unserem Paket. Bevor ich es vergesse, ne? Ich habe gestern Kuchen gebacken. Jetzt wundert euch nicht, wie das aussieht, okay? Denn ich habe den Kuchen auf diesem Brett hier glasiert, ne? Und das sollte eigentlich ein Zebrakuchen werden. Ist mir auch gelungen bis hierhin, ne? Und auf einmal ist mir der dunkle Teig ausgegangen. Und habe ich einfach den kompletten hellen reingeschüttet. Ja, und jetzt sieht's so aus. Ich treffe mich ja mit einer Freundin und sie möchte unbedingt ein Stück von diesem Kuchen. Und deswegen schneide ich ihr das jetzt mal ab, sonst vergesse ich das wieder. So wie immer. Boah, da machst du mal hier voll das Riesenstück, seht ihr das? Dann hoffen wir mal, dass es so geht. Tinky guckt schon die ganze Zeit, was du machst. Ja, weißt du warum? Weil es immer wieder um Essen geht. Guck mal, wie sie guckt. Kann ich mal was abhaben von dem Kuchen da? Was hast du denn da? Tinkerbell, das ist Menschenleckerli. Das hat sie noch nicht so ganz verstanden, den Unterschied zwischen Menschen- und Hundeleckerli. Nur so ein bisschen versteht sie schon. Sie versteht auch, dass das Menschenleckerli viel interessanter ist wie das für Hunde. Ja, hier ist das iPhone X, auf das ich so lange gewartet habe. Ich habe es mir in 256 GB geholt, also upsi, das Größte, was man quasi kaufen kann. Vorher hatte mein iPhone 64 GB. Die Kamera ist mal wieder on fleek. Jo, so kommt das Ganze daher, wie immer, iPhone-Verpackung halt. Genau, so kommt das an. Da ist nichts weiter dabei als das Ladekabel, Kopfhörer. Die haben übrigens diesen Anschluss hier. Und dann kommt noch so eine Klinke mit dazu. Das ist ja, falls man einfach andere Kopfhörer anschließen möchte oder so ein Kopfhörerausgang, Kopfhöreranschluss. Adapter. Ach, die hätten doch ruhig mal diese Earpods reinlegen können, wenn sie schon so teuer verkaufen. Die Face ID ist aber wirklich geil. Moment. So. Aber man muss ja noch nach oben. Oh, ich und das Handy, gell. Man muss ja noch nach oben wischen. Vielleicht fällt's dir nicht. Ja, ist einfach so. Das rutscht mir die ganze Zeit schon aus der Hand. Das ist aber auch richtig glatt. Also, es ist mega ungewohnt. Und ich muss sagen, ich komme noch nicht ganz so gut damit klar. Die Sache ist, es gibt ja keinen Home-Button mehr. Und Apps müssen ja, Moment, so beendet werden. Man zieht die hoch und dann tippt man drauf und kann das dann so schließen, ne? Man kann halt alles mit der Face-ID natürlich entsperren. Auch, ja, wenn ihr euch irgendwo einloggt oder so zum Beispiel. Mit der Kamera komme ich ehrlich gesagt überhaupt nicht klar. Also, die ist zwar irgendwie mega gut und schaut mal, man sieht jedes einzelne Haar, ne? Was auf dem Teppich liegt. Aber ich weiß nicht, manchmal enttäuscht mich die Kamera oder ich bin einfach zu blöd. Das könnte natürlich auch sein. Es ist halt wirklich was ganz anderes. Der Home-Button fällt ja weg. Es ist eine ganz andere Handhabung. Und hier oben ist jetzt dieses Menü, ne? Das war ja vorher immer unten. Das hat mich auch mega verwirrt am Anfang. Aber das ist echt mega cool. Man hebt es an und zack, entschlüsselt. Nur man muss es halt hochziehen. Das geht jetzt nicht, sonst fällt es mir aus der Hand. Ist euch schon mein Glow aufgefallen? Vielleicht? Ja, heute kam ein kleines Douglas-Paket an und
Ich habe mir von der Jaclyn Hill, ich denke, jeder von euch wird sie kennen, diesen Bäcker-Highlighter geholt in der Farbe Champagne Pop. Und der ist echt der Hammer, ne? Schaut mal, der verleiht schon übelst den Glow, ne? Aber was ich unbedingt mal üben sollte in meinem Leben, ist konturieren. Das kann ich bis jetzt noch immer nicht, das mache ich nicht. Deswegen habe ich auch so ein komisches Gesicht. Also konturieren macht ja schon sehr viel aus. Ich kann es nicht und deswegen mache ich es nicht. Sieht bei mir immer ganz, ganz schlimm aus, ne? Und ansonsten habe ich mir endlich mal wieder einen neuen Beauty Blender gekauft, wie die immer am Anfang aussehen, gell? So voll intensiv pink. Dann benutzt du die zweimal und dann sind die nur noch rosa. Also die Farbe verliert sich echt sehr, sehr schnell. Aber ich muss sagen, ich liebe den Beauty Blender, komme sehr gut damit klar. Aber die Qualität hat sowas von nachgelassen. Das ist einfach richtig mies. Der geht in kürzester Zeit kaputt. Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich mag ihn halt so gerne, dass ich ihn mir kaufe. Ich habe auch schon diese Dupes ausprobiert. Aber ich muss sagen, absolut nichts für mich. Also ich fand, das war überhaupt nicht vergleichbar mit dem Beauty Blender. Der ist viel, viel weicher. So, und hier seht ihr nochmal den Highlighter. Also der ist echt richtig schön. Ist halt wirklich eine Champagnerfarbe, auch vom Glanz her. Und sehr, sehr, sehr intensiv und stark pigmentiert. Also der ist echt heftig. Ich habe wirklich nur ein bisschen benutzt und das ist schon fast übertrieben heute. Und zu guter Letzt, Moment, kam wieder eine Yankee Candle bei mir an und ich habe mir wieder meinen Lieblingsduft geholt und zwar Clean Cotton. Also den liebe ich wirklich über alles. Die anderen sind auch nicht schlecht oder so. Da hinten steht jetzt Snow in Love. Ich muss sagen, von dem bin ich jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht. Fand ich jetzt nicht so geil. Soft Blanket ist mega und Angel Wings war auch sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, Clean Cotton behält sehr, sehr lange den Duft. Und die anderen Kerzen haben so ein bisschen nachgelassen zum Ende hin. Viele wollen da ja auch immer meine Meinung, deswegen erzähle ich es euch. Und wisst ihr was? In 3 Wochen, am 13.12., bekomme ich oben meine Zahnspange rein. Oh mein Gott! Irgendwie freut es mich einerseits, weil es hieß ja erst, dass erst 5 Monate lang unten die drin bleibt und dann oben die dazukommt. Aber jetzt schon früher als gedacht, aber wisst ihr, unten sieht man halt nicht so. Oben sieht man natürlich direkt, ne? Und schaut mal, es ist nur noch ein Zahn schief unten. Wie das aussieht, der ist einmal so komplett gedreht. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Platz, dann können wir endlich den Bracket dran kleben und dann kann endlich der Zahn gerückt werden. Ich finde es einfach so krass, wie schnell die Zähne gerade geworden sind. Also, es ist auch immer heavy für mich, weil ich war ja wirklich meine schiefen Zähne gewohnt, jahrelang, ne? Und jetzt so gerade Zähne zu haben, ist schon was ganz anderes. In 3 Wochen gibt es auf jeden Fall nochmal ein Update von mir, also dann am Wochenende, wenn ich den Vlog wieder drehe. Und dann seht ihr mich mal komplett mit Zahnspange, ich hoffe natürlich. Und bete, dass die nicht so lange drin bleiben muss, dass die Behandlung schneller fertig ist als gehofft. Würde mich natürlich freuen, ne? So eine Zahnspange ist halt, man gewöhnt sich zum Glück dran, muss ich sagen. Also an alle, die noch die Zahnspange vor sich haben, habt keine Angst. Es ist halb so wild, wie immer gesagt wird. Es nervt, ja. Man kann nicht alles essen, ja. Aber es geht, wirklich. Es ist aushaltbar. Ich habe es ja schon vorhin erwähnt. Meine Freundin kommt um 15 Uhr. Wir gehen ein bisschen in die Stadt und zwar shoppen. Juhu, samstags, gell? Wir haben keinen besseren Tag dafür gefunden. Aber naja, das geht. Gestern war ja Black Friday, sind ja alle ausgerastet. Da war ich in keinem Geschäft. Das tue ich mir nicht an, ne? Ich bin mal gespannt, was heute abgeht. Und dann möchten wir eventuell noch was futtern gehen. Also, ein ganz schöner, chilliger Samstag. Wir müssen jetzt noch Bargeld abheben, denn wir gehen ja gleich dann in die Stadt shoppen. Und ich mache das immer so, ich zahle bar, ich zahle nichts mit Karte. Ich zahle gar nichts, zahle gar nichts. Ich zahle nichts mit Karte, denn ich finde, es ist sehr unübersichtlich und man gibt viel zu viel Geld aus. Ich sag's euch, man merkt direkt wieder, dass Samstag ist. Ich bin schon wieder auf 180. Wir waren ja eben Geld abheben und auf einmal fährt so einer im, was war denn das für ein BMW? X5, X6. Mit, keine Ahnung, volle Karacho über dem Parkplatz. Und ich denke mir so, der ist auch voll nah an uns vorbeigezogen. Ne? Ich dachte mir so, ganz ehrlich, übertreib's einfach nicht. Klar ist man an einem Samstag genervt, es ist immer so viel los und jeder nervt einen und weiß, was ich was. Aber man kann sowas einfach nicht bringen. Tinky, was machst du denn, Mausi? Was machst du denn? Schaut mal, was eben in der Post lag. Und zwar dieser Fingerstripe. Ich finde es extrem praktisch für Handys. Also kann ich mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Hier liegt ja mein altes Handy. Den hatte ich vorher von Mr. Straps, also echt mega gut. Ist niemals abgegangen oder so. Der hier ist jetzt von Amazon, werde ich euch mal in der Infobox verlinken. Ja, kann ich leider erst dran kleben, wenn ich meine Hülle habe. So, Dille, Chrissy ist da und es regnet.
Arthur kommt jetzt aber noch ganz kurz mit zum Auto, denn er muss einstellen, dass mein Handy an dem Radio von Chrissy funktioniert, weil wir kriegen das irgendwie nicht hin. Also eigentlich ist es kein Problem, das Handy mit Bluetooth über das Auto zu verbinden, aber bei mir klappt das irgendwie nicht. Oder es liegt an Chrissys Auto und dieser Deutsch, Herr. Und gut Deutsch. Gut du. Deutsch. Ja, ja, ich weiß. Ja, wir schaffen das. Yay! So, gleich sind wir bei Chrissy. Chrissy? Arthur steigt vorne ein, dann kann er dir das einstellen, oder? Gut, ja. Ich weiß, was mir passiert ist. Ich habe noch so gesagt, ja, jetzt kann ich fahren. Jetzt weiß ich alles, bin ich nicht die falsche Ausfahrt runter. Ich glaube, ich bin Germersheim Mitte oder so. Ja, und dann bist du durch die ganze Stadt gefahren. Ja, vor allem war ich am Bahnhof. Der Bahnhof ist, du warst auf der anderen Seite, ne? Ja. Der Bahnhof ist ja gerade hier. Ja, weißt du, ich auf einmal, weil dann hat mir das angezeigt, die soll im Kreis links abbiegen. Ich war voll fertig. Du böses, böses Auto. Demnächst rechts abbiegen. Ich glaube, ich bin dann direkt schon rechts. Und dann plötzlich musste ich so ein ganz kleines Stück Autobahn und dann sagt er mir im Kreisel jetzt links abbiegen. Und dann dachte ich so, was muss ich denn jetzt machen? Ah, das ist manchmal echt blöd, du. Dieses böse Navigationssystem. Ich war dann voll fertig, plötzlich war ich am Bahnhof. Hast du mal ein bisschen Germersheim erkundet, Chrissy? Ja, so, jetzt geht alles. Mein Handy ist verbunden mit Chrissys Car. So, los geht's nach Landau. So. Hast du gemacht? Ja. Wir sind jetzt kurz bei Maggis stehen geblieben, denn wir müssen auf Toilette. So ja. Ist es immer. Ich war dreimal, bevor wir losgefahren sind. Ich war zweimal. Seid ihr auch so schlimm? Und zwar wollten wir eigentlich im Detox was essen gehen. Ich rufe an, Leute, wir haben 16 Uhr, ne? Ich rufe an für 18:30 Uhr, halt einen Tisch für zwei und sie so, nein, sie darf heute nichts mehr entgegennehmen an Reservierung. Ich glaub's nicht, es ist schon ausgebucht. Das ist echt so verrückt. Aber irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die lassen so ein paar Plätze offen. Ich hoffe es. Man müsste wahrscheinlich 10 Tage vorher anrufen. Hallo, ich würde gern. Dann und dann. Ja. Ja, das ist ja verrückt. Wir fahren jetzt nur zum Telly Whale. Ja. Und dann versuchen wir es mal wieder im Detox. So wie immer. Ja, so wie immer. Hello aus einer anderen Location. Oh mein Gott, ich bin so überbelichtet. Hier ist überall Licht, egal wo man hinguckt. Wir sind jetzt bei Chrissy. Wir waren eben im Detox-Essen. Ich hatte Spaghetti Carbonara und du hattest Salat. Hühnerbrust. Genau. War echt mega und endlich haben wir mal einen Platz bekommen. Ne? Wir sind einfach dann hin. Im Telly Whale habe ich leider überhaupt nichts gefunden. Es war aber auch irgendwie gar nichts da. Also es gab irgendwie nur so alte Sachen, die jetzt raus müssen. Naja, und jetzt werden wir hier ein bisschen chillen. Ich klopfe mir gleich mal Chrissys Schminktisch an, weil ich will mal wissen, was sie so benutzt an Schminke, ne? Wir sind gerade an Chrissys Schminktisch und ich klopfe gerade, was sie hier so hat. Ich sehe, du hast ja auch diese NYX Soft Matte Lip Cream, ne? Ja. Ich weiß nicht, meine Lippen sind einfach zu schmal für... Ich mag die aber auch nicht so sehr. Es geht gerne. Und voll das geile Parfüm von ja, das Michael ist das beste Kors. Parfüm. Oh mein Gott, so schön. Und hier sind Chrissys Armbänder. Ja. Ich guck gerade hier nach den Pinseln. Ah, den habe ich auch für Rouge. Ja. Habe ich schon seit Monaten nicht mehr gewaschen. So eklig. Ja. Boah, du hast hier so einen Fächerpinsel. Wollte ich mir unbedingt auch kaufen. Ja, aber der ist voll schlecht, weil der ist von Ebelin. Findest du nicht gut? Nee. Okay. Aber den habe ich mir neu gekauft. Den finde ich voll schön. Boah, der ist sauschön. Ja, okay. Hast du den denn gekauft? Beim DM. Da fragen schon ganz viele. Beim DM. Du hast ja MAC-Lippenstift. So ja. Viele. Und zwar, ich habe einmal den hier. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Matt. Mehr. Das so. Mehr, ich kann es nicht lesen. Dann habe ich Velvet Teddy, den hatte ich auch heute den haben drauf. Sau viele, gell? Ja, übelst Fame. Dann hatte ich einen, der ist der von dieser Model Caro. Caro Dauer. Der ist aber richtig gut, warte. Oh ja. Ja, den habe ich auch schon voll oft drauf gemacht. Der sieht echt super aus. Und dann habe ich noch Please Me, aber den benutze ich voll selten. Der ist mir zu pinkig irgendwie. Den benutze ich, wenn dann im Sommer. Und dann habe ich den. Den hat irgendwie auch jeder. Der ist halt übelst dunkel. So bräunliche Töne halt, gell? Ja. Und hier habe ich das drin, was ich jeden Tag benutze. Zeig mal her. Nimmst du auch den Highlighter? Ja, beste. Oh, der ist mir doch runtergefallen, ne? Zwei oder drei Mal. Ja. Genau, den hatte ich auch. Und ich habe ja heute das allererste Mal meinen neuen drauf. Und was ich immer mache, guck mal, das ist schon voll leer. Ich nehme immer die Farbe. Immer die für morgens. Ist aber auch voll schön, gell? Ja, wenn die mal leer ist, ich weine. Und du benutzt als Mascara die Glam & Doll. Also... Entweder die oder die. Oh, ich fand die so schlecht, die beiden. Ich benutze diese schwarze. Also auch Glam & Doll, aber die schwarze, weißt du? Ja, nutze ich auch voll gern. Boah, das ist sauschön, wirklich. Zeig mal, der Schimmer.
Und Make-up? Das hier, gell? Ja. Das war Chrissys kleine Schminks. Geht's weiter? Das sind noch nicht alle. Alter! Übertreib! Oha, Chrissy, Mann. Den hab ich heute drauf. Chrissy, du hortest. Ich horte, Mann. Guck mal, der ist beste. Der ist auch voll schön. Den wollte ich mir immer kaufen, aber habe ich nicht gemacht. Guck mal, der ist ein klein. Voll süß. Guck mal, den habe ich. Was ist das? Ist das ein Lidschatten? Was ist das? Lidschatten. Lidschatten, so groß. Ja, das waren noch die großen, die gab es früher. Ja, gell. Ich. Oder ich weiß und jetzt sind die nur noch so. Ja. Aber guck mal, ich habe mir hier auch mal das gekauft. Oh, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Guck mal. Voll schön. Das ist dieses Swiss, was du auch hast. Swiss Chocolate. Ja. Oha, was hast denn du für Paletten? Ach, ich habe die hier, die finde ich aber übelst selten. Das hat hier so Dinger. Schon voll, die zwei sind übel schön, ja. Gell. Oh. Und da unten sind noch so Dinger. Oh. Cool. Aber die Farben finde ich furchtbar. Ja, ich bin, aber weißt du was, ich benutze immer so einen Rouge. Echt? Ja. Das sieht man gar nicht. Das finde ich eigentlich auch geil. Okay. Ja, die sind auch schön. Ja. Also alles, was irgendwie schimmert, liebe ich, ne? Ja, und die benutze ich auch voll gerne. Das ist so Rouge. Boah, da benutze ich voll gerne schön. Die drei Töne. Ja. Oh ja. Und das ist meine Lieblingspalette. Das ist die. Zeig mal her, sag mal, wo kommt die? Zu Eva. Tada. Und also weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe diese drei Töne, weil ich Angst hatte, dass die mir so schnell leer gehen, habe ich mir deswegen das zusammengestellt und genauso aussieht wie die. Ich bin so krank, ne? Ich habe gedacht, irgendwann sind die leer und da gibt's sie nicht mehr. Ja. Ist sie übertreibt halt einfach mal komplett, wirklich. Guck mal, ich habe sogar hier zwei Augenbrauenstifte im Vorrat, weil ich immer Angst habe, dass einer leer geht. Und da wir uns ja eh die Augenbrauen dann bald pigmentieren lassen. Chrissy bekommt Microbleeding und meine Augenbrauen kommen weg. Ich habe halt auch noch voll schlimme Farben, wo ich nie mehr benutzen würde. Guck mal. Boah, wie kann man nur? Oder guck mal, das. Nee, das ist. So Fehlkäufe, aber irgendwie. Ja. Man benutzt irgendwie doch immer nur die neutralen Töne. Ja. Der Simba ist gerade bei uns und der ist genauso wie die Tinkerbell. Gleich knurrt er wieder. Nur mal? Der ist echt so riesig im Gegensatz zu Tinkerbell. Alle denken ja immer, Tinkerbell wäre groß, aber Tinkerbell ist so klein. Also der Simba ist groß. Was wiegt der, weißt du das? 3,8. Tinkerbell 1,35. Ja, musst du dir mal vorstellen, der Unterschied. Ja. Na, kleine Maus, hast du mich vermisst? Ja. Übrigens kam auch von Hermes eine Bestellung an. Und zwar habe ich mir von Revita Lash dieses Wimpernserum bestellt. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt die 2 ml Größe gekauft und das hält wirklich so lange. Also ist sehr, sehr ergiebig, dieses Produkt, und bei mir wirkt es. Und ich habe das schon so lange nicht mehr benutzt und ich habe wirklich gemerkt, als ich es nicht mehr benutzt habe, sind die Wimpern natürlich wieder in den Normalzustand gegangen und habe ich es einfach gemerkt und deshalb möchte ich jetzt wieder mit Revita Lash anfangen. Also ich bin sehr, sehr, sehr begeistert von diesem Produkt. Ist echt klasse. So, die Tinky wollte hoch zu mir. Will hier oben chillen, ne? Hier ist es schöner. Bessere Aussicht, oder? Eine gute Nachricht habe ich noch. Unser Paket ist nicht verschollen. Es lag bei den Nachbarn und ja, es wurde vorhin gebracht. Einmal die Panzerglasschutzfolie und ja, meine Hülle für das iPhone und noch diesen Fingerstripe. Das werden wir jetzt erstmal anbringen, ne? So, das Handy wäre nun fertig. Sehr gut. Aber es sieht echt schön aus mit der Hülle. Einige von euch fragen immer, mit welchem App wir Piano üben oder Klavier. Dazu benutzen wir diese App. Wie nennt die sich? Simply Piano. Man muss leider ein Abo abschließen. Diese App ist nicht kostenlos, aber du würdest sagen, die ist echt ganz gut, oder? Bis jetzt ist sie in Ordnung. Ja, kostenlos ist sie am Anfang. Die erste Übung ist, glaube ich, kostenlos. Da kann man mal sich die App anschauen. Ja. Danach kostet es halt was, ne? Also, nur als kleine Empfehlung, ich schreibe euch nochmal alles in die Infobox, damit ihr wisst, wie die App heißt. Ich habe mir jetzt erstmal was zu essen gemacht. Ich bin hungrig und müde, ne? Und du geierst wieder. Sie steht sogar auf den Hinterbeinen. So, ihr Lieben, heute wird nicht mehr viel passieren. Ich bin absolut am Ende. Ich bin so müde und vollgefuttert. Also, ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich den Vlog beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche sehen wir uns wieder, denn dann wird der Weihnachtsbaum schon geschmückt. Kannst du das glauben? Dann gibt's Plätzchen. Ja, und die Woche drauf backen wir Plätzchen. Hinterlasst mir gerne euer Feedback. Habt einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Ciao!